Brihaspati Guru, das Jupiter-Prinzip, Teil 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörsendungsserie, Vortragsserie, Videoserie, nämlich über Guru Brihaspati, das Jupiter-Prinzip. Ein Teil der Yoga-Vidya-Vortragsreihe, auch Teil des Jyotish-Astrologie-Podcasts, des Podcasts von Zuckerdev Bretz von www.yoga-vidya.de. Jupiter. Jupiter in der griechischen Mythologie Zeus ist der Göttervater. Er ist der König der Götter, der Oberherrscher der Götter. So ähnlich wie der Planet Jupiter. Er ist der größte unter den Planeten. Er ist sehr viel größer als die Erde, größer als alle anderen, mindestens größer als die anderen Planeten, die sieben klassischen Planeten sind. Jupiter ist auch das Prinzip eben der Größe, der Großzügigkeit. Auf Lateinisch ist ja Jupiter auch Jovis, daher kommt das deutsche Wort jovial, was irgendwie heißt fröhlich und großzügig und gut drauf. All das gehört zu Jupiter. Jupiter ist auch der Aspekt des Gebens, Jupiter ist auch der Aspekt des Freundlichen. Jupiter ist aber auch die Philosophie und die Religion und die Philosophie und des weiten Denkens. All das gehört zum Jupiter-Prinzip. Jupiter beherrscht ja auch das Sternzeichen Schütze. Und dieser Schütze, auch der den Überblick behält und die Weite sieht, wird ja oft dargestellt wie eine Art Zentaurus, also ein Pferd und ein Mensch, der mit dem Pferd zwar verbunden ist, Dinge von oben schaut und irgendwo in die Weite geht. All das gehört zum Jupiter-Prinzip und damit zum Schütze. Man kann sagen, es gibt einen Teil der Persönlichkeit, der Jupiter geprägt ist, dass dann die Großzügigkeit ist, auch die Bereitschaft ist, Verantwortung zu übernehmen, auch über Fehler hinwegzugehen, großzügig zu sein. Jupiter ist auch letztlich eine Art von Karma, wenn man in einer Phase ist, wo alles schön und gut geht. Und Jupiter als drittes ist auch das Prinzip des Lernens und des Lehrens. Der Sanskrit-Name für Jupiter ist ja unter anderem Guru, auch Brihaspati. Und Brihaspati war der Lehrer der Götter. Und Guru ist ja auch der Name für den Lehrer. So gibt es diese drei Aspekte von Jupiter, auf die ich eingehen werde in den nächsten Vorträgen. Also das eine ist, selbst großzügig und weit zu sein und selbst auch geben und freudevoll zu sein, auf andere zuzugehen. Das ist das eine. Das zweite ist letztlich eine karmische Situation, wo alles gut geht und alles schön ist. Und das dritte, der dritte Aspekt ist lernen und in die Lehre gehen und selbst auch in die Rolle des Lehrers zu gehen. Beide Aspekte gehören zu Guru. Und da gehört dann auch die Spiritualität, die Philosophie, die Metaphysik und höhere Gedanken dazu. Ja, du kannst jetzt selbst noch etwas nachdenken und überlegen, womit du dort etwas anfangen kannst. Derzeit kannst du ja auch, falls du das als Video anschaust, mal kurz den Planeten Jupiter auf dich wirken lassen. Du findest hier mindestens den Planeten teilweise dargestellt und du findest auch Guru Deva oder Brihaspati Deva abgebildet als den Planetengott des Jupiters.